Moin Moin ihr Lieben, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der FM219-Karriere mit Jan und Mike. Hi! Und ihr seht es schon auf dem Bildschirm, wir müssen gegen Augsburg ran und auf den anderen Kanälen könnt ihr sehen, wie die gegeneinander spielen. Hertha gegen Gladbach. Ich spiel bei Jan auswärts auch noch. Aber Junge. Ich sag, wir fackeln gar nicht lange, rein ins Spiel. So. Oh Mann. Okay, also wie gesagt, ich muss bei mir jetzt nochmal ein bisschen kurz was umstellen. Dich mach ich fertig! Dich mach ich platt, Junge! Oh Mann. Ich hab Angst, ich hab richtig Angst. Ich glaube, ich mach dich überhaupt nicht platt. Aber ich spucke jetzt erstmal große Töne. Sehr gut. Einfach so, um cool zu wirken, weißt du? Ja. Okay, dann nehmen wir es so mit rein. Und ich hab Angst. Aber da kenne ich nichts. Ich bin bereit. Ja, let's go. Jetzt bin auch bereit. Hilfe, Leute! Ich habe es jetzt gerade gesehen. Ich habe wirklich nur viel geändert im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel. Hilfe. Ich musste schon wieder im Sturm was ändern. Weil Kruse ist verletzt. Jetzt muss Hanik doch wieder vorne ran. Das gibt's ja nicht. So. Ich würde mal sagen, Anstoß, let's go. Ich bin gespannt. Vorbereitung auf das Spiel gegen Jan. Boah, ich hab so Angst. Die Aufstellung heute hält wenig Überraschungen parat. Was? Natürlich. Voll viele Überraschungen, Alter. Jetzt müssen wir noch auf dich warten. So, Anstoß in Berlin. Was ist hier los? Oh, Leute, Daumen drücken. Bei mir lief es bisher ja überhaupt nicht gut. Daumen drücken für Gladbach, Leute. Bei mir lief es überhaupt nicht gut bisher, aber jetzt muss der Befreiungsschlag werden. Jetzt geht der Beef da drüben ab. Echt doof. Ich power Jan aus, damit Micha auch eine gute Chance hat. Hoffmann, 1-0! Was? Gladbach was? In der was? Ersten Minute! Das ist das Lächerlichste, was es gibt. Ja! Ich hasse dieses Spiel. Zweite Minute, 1:30. Hazard! Weißt du, der schießt nie Tore. Und jawoll! Sicherlich! Also in Berlin geht das schon richtig ab. Hier müssen wir wieder zittern. Es ist wie so ein Frankfurt-Spiel gerade gegen Augsburg. Augsburg voll am Drücker. Ich weiß nicht, wo das enden soll. Vielleicht sehr gut für Jan, wenn ich auch verliere. Hm. Ja, bitte, verlier. Konter! Konter Hanik! Nein! Oh, scheiße. Ja, ein bisschen Angst. Mann, das ist so Aufregung, wenn man gegeneinander spielt, ohne Spaß. Ich schwitze so hart, Leute. Oh. Eckball für Augsburg. Augsburg ist kein einfacher Gegner. Gegen die habe ich sogar verloren. Also die sind richtig. Die powern richtig hart. Berlin kriegt eine Chance. Nein, als ob. Oh. Das geht richtig ab bei euch. Uiuiuiuiui, da habe ich geschwitzt. Da, dass ich das Spiel nicht sehen kann. Da habe ich geschwitzt, Junge. Oh, dass er den nicht gemacht hat, ey. Das kann nicht sein. Augsburg voll am Fighten. Augsburg kommt. Pavlenka durch die Beine. Nee. 1-0 Augsburg. Das darf doch nicht wahr sein. Ich guck mir die Wiederholung an. Ein langer Ball. Hast du und pausiert gerade? Nee, glaube ich nicht. Doch nicht durch die Beine. Hä? Jedenfalls das. Ja, bei uns ist erstmal Pause, ne? Das war zu viel, Leute. Ich drücke gerade auf Spielen, aber es passiert nicht. Ja, wenn ich drauf drücke, passiert auch nichts. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Bei dir auch? Ja. Ja, oh! So, also, Leute, da gab's wahrscheinlich einen kleinen Cut. Jetzt geht's weiter. Oh, ist die Werbung. Aber ich kann nicht darauf eingreifen gerade. Also noch sehr ist es blockiert. Einer ist durch einen Zuruf beflügelt, den ich nicht gemacht habe. Wir haben wahrscheinlich macht jetzt dein Co-Trainer die Sache. Ja, ich glaube schon, weil ich ja gelieft bin. Okay, mein Co-Trainer macht jetzt alles. Ich kann nicht mehr darauf eingreifen. Das ist echt scheiße. Im Spiel gegeneinander. Aber
Oh, schade. Noch führst du ja 1-0. Ha? Noch führst du ja 1-0. Nein, ich meine, was Jan gesagt hat. Achso. Vielleicht ist dein Co-Trainer besser als du, habe ich ja, gesagt. Ja, genau. Und ich kann euer Spiel jetzt doch noch zugucken. Das ist ja so mal scheiße, richtig nice. Sieht so aus, als hätten sie ihre Formation verändert, steht bei mir. Ach ja, ich kann nichts machen. Warum genau in dem Spiel, Mann? Come on. Ist doch scheiße, ist das. Das ist scheiße, dass du deine ersten Sieg gegen mich einholst. Ist ja noch nicht so und ich kann nichts sagen, ich kann nicht mehr eingreifen, das ist voll scheiße. Also Gladbach Mann. Hat schon 3 Schüsse aufs Tor und Hertha noch 0. Ja, keine Ahnung. Kann ich bitte zur Halbzeit wieder eingreifen? Danke. Bitte nicht. Du beflügelst deine Spieler und ich kann's nicht. Alter, was war das denn für eine Banane? Deine Spieler können... Ich meine, du hast ja auch 10.000 Millionen mehr für deine Spieler bezahlt. 10.000 Millionen. Ja. Was für eine Summe. Mann, ich kann nicht mehr eingreifen, das fuckt mich gerade ab. Das ist doch traurig. Sei still, du führst. Ja, aber nicht mehr lang. Oh. Du bist besser und kannst die beflügeln und machen und tun. Ich kann nichts mehr machen. Das ist jetzt die Chance. Ja, aber das ist die Chance jetzt auf den ersten Saisonsieg. Und weil ich herausgehen musste, weil es irgendwie gespackt hat, kann ich jetzt nicht mehr darauf eingreifen. Das ist voll dumm eigentlich. Lol, bei dir ist er verletzt. Juckt dich gar nicht, ne? Ja, ich weiß. Ja, aber das juckt dich nur gar nicht. Es kann nur besser werden, stand bei mir. Beide einfach ein mieses Spiel. Wird mir so angezeigt. So. Salomon Kalou, 0% angekommene Flanken. Immerhin. Mann, Alter, das fuckt mich ab. Warum kann ich nicht eingreifen, Mann? Mann, ja, mich fuckt das auch ab. Das wäre so cool gewesen. Oh yes, komm schon. Nein, oh Mann. Stark Sommer. Zum Glück habe ich den wieder. Der war die ganze Zeit verletzt. Zum Glück habe ich den wieder. Das ist so ein geiler Torwart. Und jetzt kommt Gladbach. Nee. Das kann nicht. Mann, ich kann nicht eingreifen. Die müssen defensiver stehen und sie stehen nicht defensiv. Scheiß Co-Trainer, haben wir nach Keum. Guck mal an. Ja, Kalou. Das ist so unverdient einfach. Das ist doch nicht unverdient. Das habe ich mir voll verdient. Ich finde das gerade so scheiße, Alter. Ja, das stimmt. Das tut mir auch mega leid. Dass dir das passiert. Also, es kann ja keiner von uns irgendwas dafür. Also, das. Mann, Alter. Das Spiel ist noch nicht vorbei, reg dich nicht auf. Ja, man sieht komplett, dass deine voll offensiv stehen und meine gar nicht nach hinten sehen. Wir haben 2 Abwehrspieler. Oh, dö. Und ich kann nichts dagegen machen. Das ist so ein Scheiß. Nervös sind die auch noch und ich kann nichts dagegen tun. Kann einfach nur irgendeine Scheiße hier anwählen. Alter. Boah, was war das? Was war das? Mann. Sei nicht traurig, es ist noch nicht vorbei. Noch steht's auch nur 1-1. Oh, das kann doch nicht. Guck mal, seitdem ich nicht mehr da bin, hast du viel mehr Schüsse, viel mehr aufs Tor, mehr Ballbesitz, mehr Fouls. Gut, du hast ein Tor in der 2. Minute gemacht. Ja, da war ich ja noch da. Gott, das ist gerade wie wenn mir der Schiri eine rote Karte gegeben hätte als Trainer. Hat er vielleicht. Das ist so dumm. So was aufregend, ohne Spaß. Komm schon, oh, schieß ihn doch ins Tor, oder? Ja, meine machen nichts mehr. Ich feuer meinen Co-Trainer. Sehr gut. Sehr guter Ansatz, Alter. Muss man einfach sagen. Jetzt wechselt der Kramer jetzt raus. Jetzt Kramer ist der Kapitän. Oder so, Kramer ist Kapitän, Junge. Mann, warum wechselt der den?
Stimmt, bei mir ist auch gerade ein anderer Kapitän. Cool. Der ist so gut immer, der hat auch gute Trainingseinheiten. Was macht der? Wechselt ihn aus. Ja, ich brauche jetzt mal ein Tor. Oh, das ist aber ein brutales Foul, oder nicht? Komm, bitte. Jetzt nochmal Gladbach. Bitte, einfach irgendwie. Nein. Gladbach. Oh, Mann. Das sind die Qualitätschancen, Alter. Das ist doch scheiße, ist das doch. Ja, das ist ein ausgeglichenes Spiel, das ist nicht scheiße. Ja, ich kann nicht aber darauf eingreifen. Mann. Ja, beschwer dich nicht. Doch. Du pausierst die ganze Zeit und änderst was und hast Spaß, ja. Und ich reg mich auf, weil ich nichts machen kann. Ja. Und ich will meinen ersten Saisonsieg jetzt mal einfahren. Ja. Wenn der Co-Trainer es nicht macht, sieht nämlich so aus, als würdest du hier gewinnen. Dann krieg ich's kotzen, ey. Das ist so. Ja, lass dir Zeit. Ja, mach das mir alles. Ich mach nebenbei auch ein paar Taktik-Einstellungen. Ja, machst du das? Ja, bei meiner Mannschaft. Okay. Dass die jetzt das nächste Spiel. Weil ich das auch machen kann. Ja, gut, ich habe jetzt alle meine Wechsel gemacht. Sehr schön für dich. Ja, ich weiß. Mein Spiel, mein Co-Trainer hat die schon ungefähr für einen von 80 Jahren gemacht. Ne? Sehr gut. Die sind alle nervös, die sind alle scheiße und die können nichts. Jetzt rast dich aus. Rast dich aus. Ich feuer einfach alle. Bitte. Bitte sei ein positiver Zuruf. Bitte reagiert gut darauf, ihr doofen Typ. Ja, noch eine gelbe Karte oder wie? Ja. Oh, ja, komm, Gladbach! Mann! Jetzt kommen schon wieder deine, ey. Jetzt macht man ein Tor. Ich will nicht. Das wäre mein drittes Unentschieden in Folge, Mann. Ja. Ich habe noch nie gewonnen. Das ist egal. Ich stehe auf Platz 17. Ich komme dir auch näher. Ja, schön. Ich hätte dich überholt, wenn ich hier Trainer gewesen wäre. Bin ich fest überzeugt. Ja, Micha hat hier jetzt gewonnen und ist gleich auf Platz 1. Micha hat doch nicht gewonnen. Ich hab nicht gewonnen, aber ist egal. Ja, das Spiel davor hast du gewonnen. Ja, davor. Ja, quasi dasselbe. Mhm. Ach, das ist doch scheiße. Ist es wirklich? Nachspielzeit. Passiert noch was? Eine Minute. Komm schon, jetzt. Das wäre so gerechtfertigt. Ja, absolut. Dafür, ja, mach mal Elfmeter oder was? Komm, mach doch einen Konter! Oh! Nein. Was ist das für ein Opfer? Jetzt. Komm schon. Der schießt dir den Rücken an, Alter. Mann! Hallo, du geiles. Oh, ja, jetzt! Gott. Come on! Nein, Flair! Jetzt. In der Mitte steht Stindl oder wie auch immer, das ist Neuhaus. Ey! Rot, Junge! Pfeif ab! Komm bitte, auch wenn ich nicht darauf eingreife. Ich kann zwar nicht darauf eingreifen, aber wenn die den Nein machen. Ach. Nochmal. Komm, flank. Junge, genau. Der Schlusspfiff. Mann, ey. Wie der bei mir hier immer auf dem Unentschieden tippt, was ist das für ein Assi, ey. 17 zu 10 Schüsse, Mann. Ja, bei mir steht, Spieler wärmen sich auf. Bitte, einen Moment Geduld. Ja. Das Spiel ist nochmal gucken, weil es schön war. So Leute, sorry, dass ich auch ein bisschen angepisst war gerade, aber das hat mich so aufgeregt. Jedenfalls sind wir jetzt Vorletzter mit 2 Punkten und Training ist immer noch stark vertreten. Also ich habe richtig viel Training reingeballert, auf jeden Fall, das meine ich. Wir spielen jetzt gegen Frankfurt, die Angstmannschaft, ja. Bin gespannt, wie das wird, aber vorher spielen erstmal die anderen beiden gegeneinander. Da will ich unbedingt mit dabei sein. Will ich mir das ganze Spiel anschauen. Und ich hoffe, dass Micha gewinnt. Ja. Warum? ja, dass du. Bayern-Fans halten zusammen. Unentschieden wäre besser eigentlich, weil dann bekommen die beide nicht so viele Punkte. Aber wenn du gewinnst, Jan, dann bist du ja mit 9 Punkten fast ganz oben und dann bist du ja unerreichbar, ja.
Also für dich wäre es ja besser, Mike, wenn ich verliere, damit, ja, damit ich immer, dann kannst du mich überholen. Ja, aber dich überhole ich sowieso. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns da beim Spiel und also bei meinem Spiel und schaut jetzt bei den anderen vorbei, um das nicht zu verpassen. Ja. So Leute, dann geht es zu dem letzten Spiel am heutigen Tag, Gladbach gegen Frankfurt. Wenn ich gewinnen sollte, dann kann ich vor, also komme ich vor Micha. Das wäre cool. Leute, das darf nicht geschehen. Dann wäre ich Platz 13, ne, glaube ich, ja. Ich spiele gegen Platz 12. Wenn ich hoch gewinnen sollte, dann komme ich sogar vor Frankfurt, also auf Platz 12. Aber da muss ich dann schon die Tordifferenz ordentlich ausgleichen. Gegen wen spielst du eigentlich? Frankfurt, habe ich gegen schon Frankfurt. Fünfmal gesagt. Ja, ja, gegen Frankfurt spielst du. Ja, also wenn ich über Frankfurt sein will, muss ich mit 5-0 gewinnen. Also, du musst gewinnen, weil sonst können die mich überholen. Das kann ich schon mal vergessen. Aber auf jeden Fall muss ich sowieso gewinnen, das stimmt. Das geht. Also insgeheim hoffe ich ja wirklich, dass Frankfurt mindestens einen Punkt holt. Ich möchte da unten nicht reinrutschen. Okay, Leute, wir können wieder Zurufe geben. Das Spiel wird angepfiffen. Frankfurt ist ja so ein bissiger Gegner bisher in dieser Saison, hier in dem Football Manager. Aber wenn wir ihn schlagen, diesen tollen Gegner, dann wäre das auf jeden Fall gut. So, das wäre auch der erste Saisonsieg. Das wäre jetzt endlich mal Zeit, ey. Das kann doch nicht sein. Oh, Frankfurt. Oh, Frankfurt. Torgefährliche Mannschaft. Eine Offensive. Ui. Ja, eine ganz, ganz torgefährliche Mannschaft. Muss man aufpassen. Gegen die habe ich auch 3-0 verloren. Stuttgart führt 1-0 gegen Leipzig. Was? Ich sag's euch doch. Haben die denn geraucht? Oh, zweite gelbe Karte. Neuhaus. Hazard. Hazard. Hazard! Wow. Aus dem Winkel sah ganz, das ganz richtig crazy aus. Volley-Tor erzielt nach Flanke. Oh, was? Abseits. Nein. Was? Was? Was ein Tor, aber das kann doch nicht sein. Mann. Aber habe ich so viel Pech. Frankfurt. Vor allem macht das Tor. Darf Rebic nicht treffen. Mann, das gibt's nicht. Was macht der Torwart da? Frankfurt darf nicht gewinnen, die überholen mich. Du musst unentschieden spielen wieder, du König des Unentschiedens. Ich dachte, das bist du. Ja, ich auch. Leider. Ich will ja gewinnen. Aber irgendwie. Ja, gewinnen darfst du auch. Das ist nett. Da, 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 da. Du darfst. Komm! Ui. Mann, warum kratzt der dann so ein Ding raus? Fuck off. So was hasse. Aber eine gute Chance hat. Oh, Junge, oh. Was haben die hier für Schüsse raus? Komm bitte. Raphael, du hast gelbe Karte. Neuhaus, oben. Hoffmann, Hoffmann! Jawohl! 1-1! Da steht wir, es 1-1. Da hatten wir Platz. Raphael wurde nochmal getötet. Sehr stark. Endlich. Zweites, drittes Saisontor ist das für Gladbach allgemein. Eigentlich voll schlecht. 2 Minuten Nachspielzeit. Ich hoffe, die zweite Halbzeit wird besser. Komm, bitte. Ja, die Führung! Spielgerät! Zum Glück habe ich ihn nicht ausgewechselt. Ich wollte ihn mit der gelben Karte alle auswechseln. Jetzt macht er nochmal das Tor. Nach der Ecke. Blitztabelle springe ich über Bremen. Stuttgart führt noch, ne? Stuttgart führt noch 1-0. Ach, ja. Diese Scheiße, Kaka da. Du könntest auch vor Stuttgart, wenn RB Leipzig mal Tore schießen. Ja, würde. Ist ja der Plan. Aber Mike möchte nicht, dass Stuttgart Leipzig gewinnt. Ach, Jan. Ja, eben. Jetzt komme ich schon voll durcheinander. Bitte. Spielende. Ich will, dass es endet, Mann. Wir sind ja auch in allen Statistiken, sogar in Fouls, die beste Mannschaft. Da kann ich mal nachgucken, wie ich jetzt hier gerade bei den Gamekarten
Komm. Ich bin elf, dann noch eine Chance für uns. Es gibt den Konter. Nee, nein. Oh, doch. Bayer ist da. Relaxen. Kramer. Nein. Nein, was macht er? Nein. Ich hab so Angst. Oh. Der Bayern München hat erst zwei Gegentore. Ich hab so Angst, ohne Spaß. Was machen die? Lol, Stindl. Plea, Plea, jetzt bitte. Jetzt ist die Chance. Da sind sie. 4 gegen 2. Jawohl, yeah. Hermann. 3-1, die Entscheidung. Gladbach mit dem ersten Saisonsieg. Gegen Frankfurt. Alter, ich sterb hier ohne Spaß. Ja. Ja. LOL! So ein scheiß Abstoß. Aber er haut ihn raus. Er pfeift ab. Er pfeift ab. Erster Saisonsieg. Boah, dass Stuttgart gewonnen hat, ist ja richtig mies. Ja, und gegen die muss ich ran. Das ist richtig mies. Leute, das war eine sehr spannende Folge. Das erste Spiel gegen Jan 0:0. Danach leider eine Niederlage. Und ja, wie die anderen gespielt haben, das könnt ihr sehen auf dem Kanal. Ihr könnt es zwar hier schon lesen auf dem Bildschirm, dass Gladbach 3-1 gewonnen hat. Aber wie das zu sehen ist, das seht ihr bei Mike. Und das andere, ja, Jan, der hat gegen mich gespielt. Das könnt ihr dann eben auch da sehen aus seiner Sicht. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao.